Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir stehen vor der allseits bekannten Kräuterhexe Sagitta und gleich so am Rande, ich habe heute Besuch, ist kein Let's Play Together, aber mein verehrter lieber Wolfgang sitzt neben mir, gibt sich mir heute die Ehre. Also wenn ihr mal ein Hüstelchen oder irgendwie was räuspern hört, das ist mein lieber Wolfi. Sei es ihm vergeben. Nein, Spaß. Also, dass er das ist kein Spaß. Er sitzt wirklich hier. Ihr könnt ruhig mal ein bisschen da nach rechts schauen, da sitzt er nämlich. Okay. Er winkt gerade. Liebe Grüße soll ich ausrichten. So, also, Sagitta und so. Wir haben ja letztens mal gemeint, ich möchte gerne bei ihr Alchemie lernen. Zuerst einmal, bitte heile mich. Heile mich. Lass Perfekt. Mich sehen. Ich skippe das auch gleich zum Zeitspann. Das wissen wir eh schon. Sie ist eine ganz eine Liebe. Jo. Welche war das so anzubieten? Nein, die Tränke brauen. Welche Tränke kann ich bei dir brauen lernen? Welcher Trank soll... Warte, ich skipp das auch. Okay, jetzt ist halt die Frage, ne? Mana-Essenz mit 1 und Geschicklichkeit mit 20. Wir haben, was ich mich erinnern kann, fast 110 Erfahrungspunkte. Wir können da schon was investieren. Ich werde es auch gleich mal probieren mit Geschicklichkeit. Vielleicht kriegen wir auch den Stärketrank dazu. Schau mal. Nein, leider nicht. Aber dafür Mana nehmen wir noch mit. Geht jetzt vielleicht was? Mana-Extrakt noch einmal. Ich nehme das jetzt einfach mal stur mit. Mana-Elixier, ich nehme das auch stur mit. Ich hätte gern irgendwas, keine Ahnung. Elixier des Geistes. Nehmen wir das auch noch mit? Was noch? Nix mehr. Das war's. Okay, das ist jetzt nicht das, was ich erhofft hatte. Elixier des Geistes. Das ist wahrscheinlich Mana Plus oder was? Warte mal, was ist Elixier des Geistes? Mana-Tränke brauen, gehört das da dazu? Nein. Zurück. Ist das dann wieder so ein... Ist das ein spezieller Trank vielleicht? Elixier des Geistes. Ich stelle jetzt mal zu Gaudi einen her. Trank hergestellt. Was kann der denn? Was tust du denn können? Weil wie gesagt, wir haben hier gerade eben erst gespeichert, ne? Von dem her... Ja, Bonus für maximales Mana. Ich glaube, ich spinne. Alter, ne? Da könnte man so richtig geilo einen Magier spielen. Ja, und welcher Depp bringt mir dann das mit Lebenselixier bei? Die gute Sagitta leider nicht. Die hat Geschicklichkeit und Mana, was ich nicht brauche. Passt, dann werde ich das nochmal laden. Ladi, ladi. Passt. Dann nehme ich nur den Geschicklichkeitstrank mit. Der könnte uns vielleicht von Nutzen noch sein, aber 20 Erfahrungspunkte ist halt auch heftig. Boah. Das ist echt gemein. Kriegt man dann, das muss ich dann nachforschen, ob man dann die Rezepte anderswo bekommt. Ich wüsste nur noch die Stadt, dass man dort, da gibt es ja auch einen Alchemiepfosten. Ich gehe mal dorthin. Oder besser gesagt, ich bohr mich dahin. Schau mal nach, ob der Depp da irgendwas kann. Ja, ich bin heute wieder sehr freundlich. Keine Frage. Hafenstadt, da haben wir es schon. Passt. Alle, hopp. Vielleicht kann ja dieser komische... Jetzt nicht unbedingt der Zurist, aber der andere Heini, vielleicht kann der uns was beibringen. Aber ich denke mal, das wird bei allen wahrscheinlich gleich sein. Aber irgendwer muss ja ein Rezept für einen Stärketrank oder so haben. Das wäre mir echt lieber. Oder noch besser für die Heiltränke, ne? Oder reicht wirklich einfach dieser blöde Wisch, dass man dann alles machen kann, was man braucht? Hallo, Konstantino. Welche Rezepte kannst du mir beibringen? Welche Rezepturen kannst du mir beibringen? Ich kenne einige. Triff deine Wahl selbst. Danke. Schau, er hat's jetzt. Haha, geil. Er hat's die ganze Zeit gehabt. Ich war nie bei ihm. Ich gehe mich mal eine Runde schämen. Moment, bin gleich wieder da. Ist ja unglaublich.
Gut, hier mit Stärke Trank. Elixier der Stärke. Scheiße. Ein meisterlicher Trank. Ja. Du brauchst die seltenen Drachenwurzeln und Kronstöckel. Ja. Wenn du den Sud aufkochst, achte darauf, dass die Bläschen nicht zu groß werden. Sonst erlebst du dein Hauswunder. Ja, danke. Und ich habe schon gesehen, auch er hat Heildingens, also her mit die Heilsachen. Das Elixier der Heilung herzustellen, erfordert einiges an Erfahrung. Du brauchst Heilwurzeln und Feldknöterich. Sei diesmal beim Erhitzen besonders vorsichtig. Ja, du hast dir scheinbar auch was abbekommen, ne? So. Dann Elixier des Lebens, bitte gerne. Das Elixier des Lebens. Ja. Ein seltenes Gebräu. Das ist wahr. Nicht so sehr wegen des Aufwands. Der Trank ist recht einfach herzustellen. Aber die Zutaten sind sehr selten. Okay. Du brauchst Heilwurzeln und... Einen Moment, ich muss kurz husten. Perfekt. Heilwurzel und Kronstöckel. Heilwurzeln sind, gibt's ja genug. Und Kronstöckel, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ich schau mal, ob ich von ihm nicht noch ein bisschen Kronstöckel oder so ein Schmarrn kaufen kann. Keine Lebensenergie. Also reine, ich habe jetzt keine. Ich glaube, ich gehe nochmal schlafen oder so, keine Ahnung. Ja, heute ist wieder super. Daumen hoch. Was hat er denn da? Drachenwurzel hätte sogar 500, will der haben? Ja. Geh mal beiseite, Meister. Ich brauche dein Alchemitisch. Schön. Warte. Heiltränke haben wir jetzt. Elixier der Heilung, das passt. Gehen wir mal zurück. Die Spezialitäten, die hätten wir gern. Leben. Elixier des Lebens. Heilwurzel, Dingens, Kronstöckel. Ja, Kronstöckel brauchst halt überall, ne? Trank der Stärke. Wie viel. Warte mal. Boah, muss ich fast ein bisschen einkalkulieren. Wie viele Kronstöckeleins haben wir denn überhaupt? Wird sich's rendieren? Ah, ich bin schon zu weit unten. Warte. Warte. Da. Irgendwo hier. Ja. 9 Kronstöckel. Okay, 9 Kronstöckel. Wenn ich die jetzt alle, sagen wir mal, in Stärke investieren würde. 9 mal 3 hätten wir 27. 27 Stärke plus. 27 Stärke plus. Ich meine, ich möchte schon gern mit der Klaue Belias weiterarbeiten. Also theoretisch gesehen bräuchte ich jetzt keine Stärke mehr. Ich könnte den ganzen Schamott in Lebensenergie eintauschen. Ich meine, ich muss mich jetzt nicht vorbereiten eigentlich, aber ich könnte es in Lebensenergie eintauschen, was vielleicht sogar ganz besonders schlau wäre. Weil die Klaue Belias, wie wir ja bereits wissen, sie stuft sich mit uns mit. Also alle 2 Level-Ups, die wir haben, ist eine Stufe für die Klaue Belia. Und mit Stufe 47, soweit müssen wir schauen, dass wir raufkommen, ist die letzte Stufe für die Klaue Belias. So ungefähr sollte das funktionieren. Ja. Okay. Was, dann würde ich mal sagen, wir belassen das so. Das Ganze, ich muss echt ein bisschen grübeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir belassen das vielleicht so und wir haben zwar eh bald wieder Stufe aufgestiegen, was ich da so sehe. Weil ich werde auch beim Einhandkampf bleiben, ganz ehrlich gesagt, weil wir haben ja im Einzelteil waren wir 2 Händler, diesmal sind wir 1 Händler. Und wenn wir wirklich das Dreier angehen, werde ich vielleicht Magier spielen, schauen wir mal. Dann haben wir alles 3 gesehen, sozusagen. Ich habe aber im Dreier noch nie Magier gespielt, also mal schauen, ob es da große Änderungen gibt. Ist ja aber auch wurscht. Ja, machen wir das so.
Machen wir das so. Ich werde es dann höchstwahrscheinlich in Lebenspunkte investieren, da die Klaue Bel jetzt von sich aus sowieso stärker wird und dann zum Schluss gar keine so schlechte Waffe ist. Und durch den Zusatzschaden, den sie mit dem Blitzschlag macht, der zu 100% trifft, ist die Waffe sowieso stärker als alle anderen, weil die müssen erst einmal durch die Panzerung, durch das Blocken durch. Ja, ich glaube, ich denke mal, das machen wir schon richtig so. Gut. Was stellen wir an? Wir möchten gerne... Ich werde jetzt mal Geld verdienen gehen. So schaut es aus. Wir werden zu unserem lieben Bosper gehen, unserem Lehrmeister. Der soll uns jetzt ein gutes Geld für unsere Fälle geben. Ja. Damit wir Tränke und den ganzen Schmarrn kaufen können. Hi, Bosper. Wo hast du dich schon wieder so lange rumgetrieben? Ja, ja. Ich brauche neue Fälle. Habe ich dabei. Hast du dabei? Jo, schimpf nicht immer so. Bitte für dich. Ich habe hier ein paar Fälle für dich. Schafsfell? Du hast doch nicht etwa bei irgendeinem Bauern die Schafe auf der Weide abgeschlachtet. Würde mir nie im Traum einfallen. Die geben 10 Erfahrungspunkte. Das ist gut. Fell von Wagen. Zähe Biester sind das. Jöi. Sogar das Fell eines Schattenläufers. Jupp. Ist eine Menge wert. Ja. Was zur Hölle ist das für ein Fell? Das habe ich einem Troll über die Ohren gezogen. Ja. Das ist mir im Weg gelaufen. Vermögen wert. Jo. Gute damit. Arbeit. Wow. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Ja, gern. Halleluja. Das war jetzt ein schöner Geldboost. Wir sind bei 7.657 Goldmünzen. Schön. Nettes Taschengeld. So, jetzt komme ich bei der Tür nicht raus. Gut, als nächstes. Wir haben ja eine Karte bekommen, ne? Wir sollen ja Dracheneier sammeln. Auf die Quest habe ich komplett vergessen. Ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schäme mich auch. Dazu muss ich mal... Achso, das ist, glaube ich, noch die falsche Karte, ne? Ja, das ist noch die falsche Karte. Wartet, rüst mir gleich die richtige aus. Wir haben ja vom lieben Benga, unserem Lieblingsschmied, haben wir eine hübsche Karte bekommen. Ja, Schatzkarte, genau. Nein. Da, die Höhlen von Corinis. Yay. Die müssen wir alle durchschauen. Mhm. Wo sind wir? Okay, wir sind da. Mhm. Wir können nur systematisch vorgehen, würde ich jetzt mal sagen. Das wird, glaube ich, das Gescheiteste sein. Scheibenkleister, das ist richtig Arbeit. Und werden einfach dann ja Abstriche ziehen müssen. Was soll man machen? Wird sich das jemals ändern? Wird nicht anders gehen. Ich habe mir das schon gedacht. Jetzt muss ich gerade schauen. Da unten, genau, da unten haben wir Onashof. Dann da oben ist Xardas Turm. Ja, ich würde sagen. Ich würde sagen, fangen wir bei Xardas Turm an. Das sind. Ja, den einen da, den erwischen wir nicht. Den müssen wir von unten dann schnappen. Ah, ich weiß schon, der ist dort, wo es rauf zur Taverne geht, ne? Ja, ja. Die eine Höhle, wo die Morlocks drinnen waren. Ja, ist wurscht. Fangen wir einfach bei Xardas Turm an. Würde ich jetzt vorschlagen. Und wir rennen dann von oben nach unten runter. Ich habe nämlich komplett vergessen, wo diese Biester drinnen waren. Wir müssen da dann scheinbar jetzt doch alles durchschauen. Ja, ich bereite mich immer gut vor. Das ist die halbe Miete. Oh, 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 ich glaube, das war gar nicht so verkehrt. Lester, Alter! Ja, Scheiß! Jetzt greif an, du Trottel! Boah, 4! Wieso? Was macht er denn? Du sollst bitte die Klaue Belias ausrüsten. Warte, das geht so nicht. Alter, ich werd narrisch. Jetzt muss ich... Wo habe ich denn jetzt nicht gespeichert? Ich habe überhaupt noch nicht gespeichert. Boah, ist das wieder übel. Wer soll mit sowas rechnen? Jetzt spinnt der Angriffsbutton, verstehst? Boah. Aber weißt was, wenn wir schon bei ihr sind, ich lerne trotzdem... Ich lerne trotzdem Geschicklichkeit. Das eine nehme ich mit und heile mich. Passt. Tschüss.
So, dann haben wir gesagt, auf nach Korinis ganz schnell, zu Konstantinos, gebe ich alles weg. Und dann rauf zu Xadastum. Wir sollen mit sowas rechnen, dass der jetzt so aufs Maul kriegt. Alter, so ein Pech. Das waren 350 Erfahrungspunkte, glaube ich. Die gebe ich sicher nicht her. Spinnt die Klaue rum. Ich glaube, es hackt. Ist er zu blöd, die Klaue zu ziehen? Es ist halt immer, sobald du Magie ausgelöstet hast, ist scheiße. Dann nimmt er immer die Magie, statt dass er Schwert nimmt. Obwohl wir Schwertkämpfer sind. Sieht man schon einmal, wie es ihm zu Magier hinzieht, ne? Hi, Konsti. Ja, red mit mir. Rezept, das gebe ich weg. Klappe zu. Stärke zum einen. Tschü. Noch eins. Das Heilen. Noch eins. Und Leben. Passt. Und tschüss. Wenn wir dann... Warte, eigentlich? Wir haben eh mehr als genug Geld. Zeig mir deine Ware. Nein, so wollte ich das nicht. Zeig mir deine Ware. Ja. Ich nehme ihm gleich den Kronstöckel weg. Wir haben eh genügend Gold. Was soll man mit dem Gold, horten? Ist eh für den Katsuwitsch. So, das nehmen wir auch mit. Feldknöterich. Der kostet einen Hunderter? Du bedrückst aber schon ein Stück, oder? Arschkopf. Nicht genügend Geld. Jawohl, wir sind pleite. Gut, dafür kriegt er jetzt aber einen Haufen Waffen von uns. Wobei, ich sollte vielleicht zum Waffenhändler gehen. Aber ist doch wurscht. 41. Alter, was haben wir da bitte alles umgebracht? Rapier und so, das kommt alles weg. Das kommt alles weg. Das brauchen wir alles nichts mehr. So. Paladin, Zweihänder. Edles Langschwert. Steinbrecher. Alter, noch über 100 schwere Ork-Äxte. Alter Schwede. Da sieht man mal, was wir da Orks geklatscht haben, ne? Ja, wir haben das gesamte Minental ausgerottet, ne? Also, ja, das ist schön. Den Kampfstab gebe ich nicht her. Das kannst du haben, leichte Ork-Axt. Allein die schon. Alter, rostiger Zweihänder. Wolfszahn. Breitschwert, rostige Axt, grobes Kriegsklumpert, grobes Schwert, noch mehr Degen, alter Schwere. Dann haben wir nochmal rostiges Schwert, das juckt mir die Hand, hervorragend. So, Spitzhacken, 1, 2, 3, 4, eine behalte ich mir. Beil, schwerer Ast, ebenfalls über die 20. Belegnagel. Auch weg. Ein Gehstock. Ah, der ist der. Ein M eingraviert. Den Gehstock können wir wegtun. Der ist eine Quest. Die Sichel kommt weg. Der Schürhaken. Der Dolch. Die Armbrüste lassen wir mal. Bis auf die. Den Eschen. Warte, dann lassen wir einen da. Wobei, so viel Geschick kriegen wir, glaube ich, eh nicht. Ja, schauen wir mal. Lassen wir das Bild da. Da haben wir sieben Armbrüste, die kommen weg. Sengrads Armbrust, die behalte ich auf als Andenken schon allein für ihn. Wir haben schon ein zweites Deck angefangen mit Pfeil und Bolzen. Okay. Na, supi. Den Armkerl haben wir jetzt ganz schön zugemüllt, aber was soll man machen? Das ist ihm so, Berufsrisiko. Nein, Spaß. Passt, das haben wir jetzt auch. Mann, jetzt habe ich schön den Part versaut, ne? Echt. Ist ja unfassbar. Wie schaut es mit der Zeit aus? Wow, Part ist auch schon zu Ende. Es ist ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Scheibenkleister. So. Einmal nicht gespeiert. Und du kriegst schon so lange halt die Klappe. Einmal nicht gespeiert und ich hau es wieder voll rein. Was ist das? Ja, bla bla, bla bla, passt. Tschüss. Einmal nicht speichern und es ist gefällt. Dann speichere ich halt jetzt. So. Dahin. Großartig. Wenn ich jetzt zu Xadastum nämlich mich raufborden lasse, dann gibt es gleich einen Angriff. Das werden wir dann quasi morgen machen. Schön, haben wir zweimal dasselbe gemacht. Nur für die Übung. Passt schon.
Scheibe. Naja, gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!